Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mass Effect 2. Ich habe die Folge schon mal gestartet, wollte gerade mit euch durchs Omega-4-Portal durchstoßen, habe gemerkt, dass wir keine Liebessequenz bekommen haben mit unserer guten Jack. Dann wollte ich nochmal nachgucken, warum denn nicht. Und jetzt kommt hier, warum an einer dämlichen... Was? Warum? An einer dämlichen Liebesaffäre bin ich nicht interessiert. Geht sowieso immer schief. Warum laufen Sie immer weg? Was zur Hölle ist Ihr Problem? Warum halten Sie den Abstand zwischen uns so groß? Murdoch, ein Typ. Hat mich benutzt wie die anderen. Für Sex, für Biotik. Hat Spaß gemacht. Und er hat alles ruiniert. Wir hatten es auf eine Waffenfregatte mit batarianischer Eskorte abgesehen und wurden getrennt. Er hatte die Wahl. Mit den Waffen abhauen oder mich raushauen. Der Idiot hat die Beute geopfert und ist voll in die Schielereien marschiert. Ich hab's dann zum Shuttle geschafft, aber er kam nicht mehr raus. Und? Nach etwa einem Tag spielt das Shuttle plötzlich eine Aufnahme ab. Er hatte das so eingestellt, falls er nicht an Bord sein sollte. Weil er dann tot wäre, hat er vermutlich gedacht. Hat über unsere gemeinsame Zukunft gesprochen. Dass er vorgehabt hatte, uns ein Zuhause einzurichten. Dass er mich liebt und dass es ihm leid tut, dass nun nichts daraus wird. Sie glauben, sein Tod sei Ihre Schuld? Nein, er hat sich das selbst zuzuschreiben. Wer Gefühle hat, wird schlampig. So einfach ist das. Er musste das erkennen und Sie werden es auch noch merken. Wenn er Sie zurückgelassen hätte, wären Sie jetzt tot. Na und? Hab ich schon mal auch nur gezuckt? Bin ich weggelaufen? Der Tod ist kein Problem. Nur ein Schalter, ein aus. Aber das setzt dich fest. Und am Ende bist du innerlich leer, wie diese Husks. Soll ich das einfach annehmen und sagen, danke, toter Mann? Ich kann das alles vergessen machen, Jack. Aber nicht in ein paar kurzen Gesprächen. Ach ja? Ich hab doch gesagt, das mit uns funktioniert nicht. Jetzt werden Sie wohl wieder mehr Zeit auf den oberen Decks verbringen. Nein, denn ich werde hier bei dir sein. Aber Sie sagten doch gerade... Ich sagte, ich kann es nicht in Ordnung bringen. Ich sagte nicht, dass du es nicht wert wärst, trotzdem zu bleiben. Okay, was soll die Scheiße, Shepard? Du bist also verrückt. Na und? Das steht doch sowieso auf der Bordkarte für diese Mission. Aber es wird wehtun. Oder du betrügst mich. Und am Ende lege ich dich um oder so. Und das ist scheiße. Dann ist es eben scheiße. Aber bis dahin wird es ein Höllenspaß. Oh ja. Ich muss darüber nachdenken, okay? Lass mich einfach allein. Verdammt. Yeah, wir haben sie zum Nachdenken gebracht. Endlich. Das heißt, wir können unsere Mission beginnen. Komm mal her. Nee, Tali, du bist jetzt völlig... Oder? Können wir bei dir noch was herausfinden? Dann gibt es noch einen zweiten Teil, ne? Weil... Was kann ich für Sie tun? Dann kommt in der letzten Phase die komplette Kollektorenbasis. Dann muss die Frage von dir, Lukas, leider noch eine Folge warten, ne? Aber keine Sorge, im nächsten Part wird sie beantwortet. Und die kommt ja sogar auch schon am Montag, Leute. Also, freut euch, ne? Ich will über sie reden. Vielleicht werde ich sogar so machen, dass ich morgen 4 Parts bringe. Das heißt, ich bringe... diese Folge, die zwei, also die letzte Folge auch noch von Mass Effect dann. Also das wären schon 2 Folgen. Und dann noch The Darkness 2-mal, ne? Wenn ich gerade Bock und Lust dazu habe. So. Was können wir hier noch machen? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Sicher. Lassen Sie mich nur schnell... Komm schon, du kleiner Bostedt. Oh, Verzeihung. Ich habe ein bisschen Fieber und lasse es jetzt an dem armen Antriebskern aus. Keine Sorge, es ist nichts Ernstes. Ich war bei der Anzugreparatur unvorsichtig. Sie sind krank? Brauchen Sie Hilfe? Oder Bettruhe? Wirklich, ist halb so wild. Wenn uns eine entlaufene Bakterie umbringen könnte, wären wir schon längst alle tot. Das Fieber ist in 1-2 Tagen wieder weg. Keine Sorge. Es wird meine Leistung bei der Mission nicht beeinträchtigen. Eigentlich ist es nicht mal eine Krankheit. Wir machen da in Wahrheit eine akute allergische Reaktion durch. Wie läuft die Krankheit genau ab? Ist es eine allergische Reaktion? Ja. Nehmen wir an, ich werde einer Krankheit der Menschen ausgesetzt. So wie... Was hatte Navigator Presley damals? Windpocken? Ich würde keine Windpocken bekommen. Aber die Reaktion meines Systems auf die Eindringlinge wäre hohes Fieber.
Je nachdem, wo es mich trifft, sind auch andere Symptome möglich. Übelkeit, Erbrechen, alles, was man halt so hat, wenn man krank ist. Wie sind Sie diesmal krank geworden? Ich wurde bei dem Kampf auf der Alarai getroffen. Nichts Schlimmes, aber ich musste meinen Anzug öffnen, um die Wunde zu untersuchen. Ich habe alles korrekt desinfiziert, aber eines der Abschnittsiegel war beschädigt und Fremdkörper konnten die desinfizierte Zone verlassen. Es war ein dummer Fehler. Vor einer lokalen Behandlung überprüft man immer seine Siegel. Außer man vergisst es. Dann kriegt man so ein verdammtes Fieber. Sie können Teile Ihres Anzugs abschotten? Ja, so ähnlich wie Notfalltüren bei einem Schiff, wenn die Hülle durchschlagen wird. Eine Infektion im Blutkreislauf hält das zwar nicht auf, aber eine Oberflächeninfektion kann sich dann nicht ausbreiten. Waren Ihre Immunsysteme stärker, bevor die Geth Sie von Ihrer Heimatwelt vertrieben haben? Bestimmt nicht so stark wie die von anderen Spezies. Ich bin zwar keine Biologin, aber es gibt darüber eine Theorie. Weil es auf unserem Planeten keine Insekten gab, gingen die Pflanzen Symbiosen mit größeren Tieren ein, um ihre Samen oder Pollen zu verbreiten. Die meisten Viren auf unserer Welt waren zumindest teilweise nützlich, also war unser Immunsystem ohnehin schwach entwickelt. Es passte sich einer Kontaminierung eher an, als sie zu bekämpfen. Aber Quarianer haben doch andere Welten kolonisiert. Sie können also nicht alle so gewesen sein. Waren sie auch nicht. Die meisten Kolonisten machten eine Phase mit leichten Krankheiten durch, bis sie sich an ihre neue Umgebung angepasst hatten. Als die Geth die Heimatwelt und unsere Kolonien übernahmen, sorgte die sterile Umgebung der Flottille dafür, dass unser Immunsystem seine Anpassungsfähigkeit verlor. Selbst wenn wir eine neue Welt kolonisieren oder unsere eigene zurückerobern würden, wären langwierige biotechnische Prozesse nötig, bis wir uns wieder erholt hätten. Ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Leben in einem Anzug leben könnte. Wir tragen den Anzug sogar innerhalb der Familie. Der intimste Kontakt zu einem anderen Quarianer ist eine Verbindung der Umweltanzüge. Erst werden wir krank, dann passen wir uns an. Es ist unsere wichtigste Geste von Vertrauen und Akzeptanz. Ich habe dafür allerdings noch nie jemandem ausreichend vertraut. Außer, naja, zumindest keinem Quarianer. Sie wissen, was ich meine. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, Tali, und mir geht es genauso. Aber Sie müssen mir nichts beweisen. Ich weiß, das heißt, ich weiß es nicht, aber so habe ich das nicht gemeint. Es ist, wow, ziemlich heiß hier drin. Es ist nur so, dass es traditionell auch die Bereitschaft signalisiert für Intimitäten. Ich wollte nicht, es ist nicht immer so. Eher, wie kommen wir denn überhaupt auf dieses Thema? Moment mal, das klingt ja, als würden Sie da etwas vorschlagen, Tali. Was könnte ich denn wohl vorschlagen? Ich meine, als junge Frau, die von einem tollkühnen Commander gerettet wird, der sie dann in seine Crew aufnimmt und sich anschickt, die Galaxie zu retten? Wie könnte sie wohl irgendeine Form von Interesse an ihm entwickeln? Wir können jetzt hier sagen, wir sind interessiert, aber sorry, Tali. Diese Mission ist riskant genug. Ich kann ihre Gesundheit wegen sowas nicht gefährden, ob ich das nun will oder nicht. Aber Sie würden wollen? Gut zu wissen. Wie auch immer, ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber danke für den Besuch und das Gespräch. Kein Thema, Tali. Und wie gesagt, ich möchte wirklich mit Jack eine Bindung eingehen und nicht mit der guten Tali. Wenn ich das wirklich wollte, hätte ich das auch getan, ne? Und außer Shepard sieht auch keiner Tali jemals ohne Anzug. Also, ja, nämlich beim Sex dann. Also, Grant, hast du noch was zu melden? Ich schau nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Kampfmeister, ich habe alles. Ein Clan, ein Volk und Feinde zum Bekämpfen. Das ist vorerst alles. Shepard. Okay, du hast alles? Sehr nice. Dann können wir hier endlich uns wieder verziehen. Eigentlich bin ich nur wegen Jack hier runter. Eben genau, weil die Gute einfach mal straight mit mir nicht schlafen wollte, ne? Dann ich nur so, what? Neuanfang, instant, aber sofort. Auch wenn wir hier noch jetzt wieder zurückdatteln müssen zum Omega-4-Portal. Das habe ich noch nicht gemacht. Vor allem, da ich wieder neu angefangen habe. Ich wollte es da einfach mal gucken hier. Ob wir da noch was machen müssen, können, wie auch immer. Hätte es auch sein können, dass wir nichts mehr hätten tun können.
Hä? Jetzt sind wir nicht schon wieder beim Omega-4-Portal? Hat es hier gespeichert? Okay. Habe ich jetzt so nicht gewusst. Also dann betreten wir das gute Ding. Bitte Ziel bestätigen, Shepard. Das Reaper FFS ist online, aber es besteht die Chance, dass die Normandy das Omega-4-Portal nicht übersteht. Sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück mehr. Das ist egal. Wir müssen unsere Crew retten. Die haben unsere Crewmitglieder entführt. Das geht gar nicht. Und ja, Film ab, Leute. Viel Spaß. Die Kollektoren haben meine Leute verschleppt. Zeit, sie zurückzuholen. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr 2 Stunden. Ich sag Ihnen dann Bescheid. Sehr nice. Und jetzt sollte eigentlich die Sequenz kommen mit Jack und Shepard. Eigentlich würde er hier nur das Bild von wie heißt sie? Der guten Liara angucken. Von Mass Effect 1, da wir sie ja als Freundin hatten. Aber eigentlich nach dieser Ansage von vorhin sollten wir jetzt eigentlich getriggert haben, dass Jack zu uns kommt. Ja, genau. Ich hab dich nicht erwartet, Jack. Ich habe über dich nachgedacht und vielleicht hast du recht. Ich brauche... Schon in Ordnung. Keine Fragen mehr. Endlich vertraut sie uns. Na, geht doch. Ich weiß, eigentlich betrügen wir sie ja, aber in diesem Teil gar nicht. Ich weiß, dass wir zwar mit Liara in einer Beziehung sind, aber egal. Man sieht hier sowieso nichts hier groß. Ist egal. Hauptsache, wir haben Jack auf eine bessere Bahn gebracht. Das fand ich immer irgendwie cool. Keine Ahnung warum. Irgendwie, weil ich sie verstehen kann und weil ich selbst damals so war. Aber yay, yeah, jetzt geht's weiter. Viel Spaß, Leute. Shepard, ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für Sie. Es gefällt mir nicht, dass Sie das Portal blind durchstoßen. Aber wir haben keine große Wahl. Ich gehe nicht allein. Einige der Besten arbeiten für mich. Wenn wir zusammenhalten, werden wir es schaffen. Ich wusste, warum ich sie zurückgebracht habe. Es gibt keinen besseren Anführer. Trotz der Gefahr ist es eine großartige Gelegenheit. Der erste Mensch, der ein Schiff da durchbringt und es überlebt. Ich werde die Kollektoren vernichten und ihren Angriffen auf die Menschheit ein Ende bereiten. Ich verstehe. Es ist trotzdem beeindruckend. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es zu schätzen weiß, welches Risiko Sie eingehen, ungeachtet Ihrer Meinung über Cerberus oder über mich. Sie sind von großem Wert für die gesamte Menschheit. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Nähern uns dem Omega-4-Portal. Alle bereithalten. Ziehen wir es durch. Reaper FFS aktiviert. Signal bestätigt. Commander, der Antriebskern hat gerade angefangen zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Elektrische Ladung des Antriebskerns im kritischen Bereich. Leite um! Festhalten für Bremsvorgang. Scheiße! Puh. Zu knapp.
Das müssen die Schiffe sein, die versucht haben, durch das Omega-4-Portal vorzustoßen. Manche sehen uralt aus. Ich habe eine Energiesignatur an der Kante der Akkretionsscheibe geortet. Das ist die Basis der Kollektoren. Bringen Sie uns näher ran. Ganz locker und entspannt. Achtung, Jeff. Wir haben Gesellschaft. Leite Ausweichmanöver ein. Jetzt gehen Sie mir aber auf den Geist. Edi, machen Sie die Mistkerle fertig. Solange die neue Panzerung hält. Ihr wollt eine neue Runde? Los doch, Mädchen, geben wir es Ihnen. Maschinendecks beschädigt. Er ist im Frachtraum. Mein Team kümmert sich um den Eindringling. Schaffen Sie uns den Rest vom Hals. Zu Befehl, Commander. Okay. Das heißt, wir müssen den Eindringling aufhalten. Wir haben jetzt alle Leute loyalisiert. Und ja, wir nehmen zwei Überlastungsfreaks mit. Und das ist Garrus und Miranda, ne? Also, ab geht die wilde Fahrt. Also, haben wir hier noch was einzustellen? Du hast die Viper, die Madhawk, du hast die Locus und die Carnifex. Wir haben einen Partikelstrahler, okay. Sollte auf jeden Fall hinhauen. Wir haben allerdings die falsche Waffe hier. Hallo? Ich wollte gerade sagen, ja, ist mir egal. Von mir aus wurden wir entdeckt. Was? Überlastung bringt nichts? Geh liegen, Bastard! Und dein Laser macht ja nicht mal halb so viel Schaden, wie er sollte. Also, ja, ist ja auch auf leicht. Ich muss versuchen, sie in dem Trümmerfeld abzuschütteln. Ja, dann mach doch! Unsere kinetischen Barrieren sind für Kollisionen mit Trümmern dieser Größe nicht ausgelegt, Jeff. Dann war das mit dem Upgrade wohl eine gute Idee. Wir fliegen rein! Durch. Kinetische Barrieren bei 40%. Unkritische Energiereserven umleiten. Das wird jetzt wehtun. Schadensbericht. Kinetische Barrieren stabil bei 30%. Kein signifikanter Schaden. Übernehmen Sie, Edi. Langsam. Wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Feind geortet, bewegt sich in Richtung Frachtraum. Das Ding schon wieder. Das muss Shepard übernehmen. Kein Thema, übernehmen wir auch. Oh. Ey. Dein Schaden lässt sich sehen, aber trotzdem. Geh mal weg. Dankeschön. Ist mir eigentlich egal, was wir da brauchen. Wir brauchen dringend Deckung, mein Friend. Gehst du mal liegen, du Hundesohn. Ja, du hast es und hier Überlastung drauf. Na los, verpiss dich. Hässliches Vieh. Meine Fresse, meine Fresse. Ist okay. Du möchtest direkt vor meiner Nase spawnen, in diesem Sinne. Also, hervorkriechen. Na dann, diese Aufgabe haben wir doch leicht erfüllt, ne? Und jetzt? Entdeckung und BOM! Ich nehme an, diesmal bleibt das Ding tot. Kommen Sie wieder rauf, Commander! Wir werden das Trümmerfeld gleich räumen.
Da ist sie. Die Basis der Kollektoren. Suchen Sie einen Landeplatz, ohne aufzufallen. Zu spät. Die schicken uns zur Begrüßung wohl einen alten Freund. Oh yeah. Den alten Freund kennen wir. Der hat unser erster Normandie vernichtet. Aber wir werden diesmal ihn ein bisschen killen, ne? Let's go. Viel Spaß dabei. Zeigen wir Zähne. Hauptgeschütz. Feuer frei. Wie gefällt euch das hier, Mistkerle? Näher ran und machen Sie sie fertig. Alle festhalten, das wird eine wilde Fahrt. Krieg sie zur Hölle, Mädchen. Generatoren reagieren nicht. Alle festhalten, die Landung wird hart. Joker, alles in Ordnung? Vermutlich Rippenbruch. Alle auf einmal. Mehrere Kernsysteme beim Absturz überlastet. Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder einsatzfähig sind. Wir wussten alle, dass es wahrscheinlich keine Rückreise geben wird. Ich will die Kollektoren aufhalten, allein um davon berichten zu können. Schön, dass Sie das sagen haben. Was jetzt? Wie lange, bis die Kollektoren die Landezone finden? Ich orte kein internes Sicherheitsnetzwerk. Möglicherweise haben die Kollektoren nicht damit gerechnet, dass jemand ihre Basis erreicht. Mit etwas Glück hat es ihre externen Sensoren genauso zerrissen wie uns und sie wissen gar nicht, dass wir noch leben. Das hoffe ich doch auch mal, dass die ihre Sensoren auch gleich geschrottet haben in diesem Sinne. Auf jeden Fall nice. Mal gucken. Jetzt kommt Lagebericht und Kampfbericht. So war diese Mission zwar nicht geplant, aber das ist nun mal die Lage. Wir können uns nicht darum kümmern, ob die Normandie uns nach Hause bringt. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten, und das bedeutet, wir brauchen einen Plan, um die Station auszuschalten. Edie, zeigen Sie mal Ihre Scans. Sie müssten Ihre kritischen Systeme überlasten können, falls Sie es bis zu dem Hauptkontrollzentrum hier schaffen. Das bedeutet, wir müssen durch das Herz der Station, direkt an dieser massiven Energiesignatur vorbei. Das ist die Zentralkammer. Falls unsere Crew oder jemand von den Kolonisten noch am Leben ist, halten die Kollektoren sie vermutlich dort fest. Sieht aus, als gäbe es zwei Hauptrouten. Wir sollten uns trennen, um die Kollektoren zu verunsichern. Und dann kommen wir in der Zentralkammer wieder zusammen. Nicht gut. Beide Wege sind blockiert. Sehen Sie diese Türen? Da kommen wir nur durch, wenn sie jemand von der anderen Seite aus öffnet. Das ist keine Festung. Es muss eine Möglichkeit geben. Hier, vielleicht kommt durch diesen Lüftungsschacht jemand rein. Praktisch ein Selbstmordkommando. Ich melde mich freiwillig. Ich weiß das zu schätzen, Jacob. Aber Sie würden es nicht schaffen, die Sicherheitssysteme rechtzeitig auszuschalten. Wir müssen einen Tech-Experten schicken. Ihre Entscheidung, Commander. Wen schicken wir in den Schacht? Tja, wen können wir in den Schacht schicken? Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Tali oder Legion. Alle anderen würden krepiert. Nee, vielleicht Kasumi auch noch. Aber wir schicken Tali ins Rennen dort. Wir brauchen jemand mit Tech-Kenntnissen, der sich ins Sicherheitssystem hackt. Tali, Sie übernehmen das.
Ich werde sie nicht enttäuschen. Der Rest von uns teilt sich in zwei Teams auf. Wir kämpfen uns beide Wege entlang. Das sollte die Aufmerksamkeit der Kollektoren von Ihnen ablenken. Ich führe das zweite Team an, Shepard. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Türen. Nicht so schnell, Cheerleader. Niemand will von Ihnen Befehle annehmen. Das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb. Leben stehen auf dem Spiel. Shepard, Sie brauchen jemanden, der durch seine Erfahrung Loyalität einfordern kann. Das stimmt und deswegen wird es auch niemand anderes sein als Miranda selbst, da sie das meiste Vertrauen genießt. Miranda Larsen. Sie sollte das Kommando haben. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Shepard. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet, aber ich werde Sie nicht belügen. Es wird nicht leicht werden. Wir haben gute Leute verloren und vielleicht verlieren wir noch mehr. Die Kollektoren haben unser Schiff angegriffen. Sie haben unsere Crew ausgelöscht, unsere Freunde. Sie glauben, wir sind hilflos. Aber da irren sie sich. Sie haben einen Krieg angezettelt, aber wir sind nicht hier, um ihn zu beenden. Wir sind hier, damit sie bereuen. Wir wollen ihnen und allen anderen zeigen, was passiert, wenn jemand zu weit geht. Jetzt wird nicht mehr weggelaufen, nicht mehr abgewartet. Wir werden sie da treffen, wo sie leben. Oh ja, das werden wir. Und das werden wir im nächsten Part mal angehen. Allerdings jetzt müssen wir noch gucken, ob hier noch eine Nebensequenz kommt. Also bei der zweiten Wahl, wo man Miranda, also wo ich Miranda ausgewählt habe, hättet ihr noch die Möglichkeit gehabt, den guten Herrn hier zu nehmen. Allerdings, ja, wir nehmen hier mal Jack und Morn mit. Da ich einfach um die beiden am meisten besorgt bin. Jack hat ja schon ihre Disloyalität gegenüber Miranda klar gemacht. Deswegen werden wir auch sie mitnehmen und Morden. Morden einfach aus dem spezifischen Grund, da er nicht viel aushält. Und da er schon mir manchmal gestorben ist. Keine Ahnung warum. Obwohl ich es richtig gemacht habe. Ich habe dann zum Beispiel Samara mitgenommen. Und wen habe ich noch mitgenommen? Vielleicht Jacob, damit ich auf jeden Fall Leute habe, die Gegner ein bisschen zum Schweben bringen. Ich habe ja selbst Verbrennung drauf. Aber jo, dann habe ich einfach angefangen, Morden und Jack mitzunehmen, weil auch Jack schon teilweise gestorben ist. Also das darf nicht passieren. Ich möchte hier alle 12 Leute durchbringen. Sonst mache ich die Mission neu, ich sag's euch. Ohne Witz. Ja. Mal gucken. Yeah. Auf der Kollektorenbasis gelandet. Sehr nice. Tut mir leid, dass ich die zweite Folge bei der Darkness so verkackt habe. Tut mir echt leid. Das muss ich noch so nebenbei echt anmerken, denn ja, auf diesem Teil des Abschnittes kann ich echt nichts dafür. Habe ich mich schon oft verlaufen. Super. Zweites Team, sind Sie in Position? In Position. Wir treffen uns auf der anderen Seite von diesen Türen. Okay. Das heißt, wir werden hier im nächsten Part weitermachen, wenn es dann wieder heißt Mass Effect 2. Also seid dabei. Tüdelö!